Nadine glaubt, du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Schneller nachladen? Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Bist du da rein? Das wüsste ich aber auch gern. Keine Wege. Naja, einer dieser, was ihr Mann nennt, bist du. Und so kam das. Ah ja. Verstehe. Danach zu ihr. Ach, danach. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Ach. Wie es ihr wohl geht? Alles wird tutti. Können die Leute eigentlich auch mal was in ihre Schreibtische reinpacken, was man hier irgendwie brauchen kann? Nehmen wir mal die Tür. Und, ach, endlich ist ja auch mal was drinne. Also etwas, was wir gebrauchen können. Und hier nichts. Hm. Sieht ja sehr zugemüllt alles hier aus. Also die Putzfrau hätte ich schon längst gekündigt. Oh, Mist. Das ist ja nicht so nix. Tess. Hä? Das ist doch nix. Ah, Klinge. Okay, aufpassen, schnell. Los, 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 los! Scheiße! Kommt ich jetzt hinterher? Ich lebe! Ich werde außen rum gehen. Wir sind hier. Tess! Renn! Renn! Scheiße! Oh nein! Scheiße. So, und fetz weg. Tschüss. Viele von den Missviechern sind denn hier? Das ist nicht gut. Scheiße! Nein, 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 nein! Oh. Fuck! Ach! Und das sagt man mir jetzt erst. Weil die sind jetzt alle drei wieder da. Tess! Naja, das weiß ich. Letzter Versuch, wenn er da nicht hinhaut, dann melde ich mich wieder, wenn wir sie zu dritt erledigt haben.
First Blood. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen Rambo-mäßiger hier vor. So, tschüss. Ich hoffe nur, dass nicht hier gleich noch welche auftauchen, weil dann habe ich ein Problem. Na, hier unten scheint nichts. Halt! Moment. Ne, war nichts. Schade. Ja, ich kann mir keine Klingen bauen. Alkohol habe ich auch zu wenig. Schade. Was ist denn da drin los? Ui. Mir geht's gut. Leute, Hilfe! Das Mädchen. Hilfe! Oh Mann, hier ist ja echt jetzt Hölle los. Prügeln wir sie. Wladimir Klitschko ist ein Witz gegen mich. Was gibt's denn davon? Ich habe gar kein Ende. Immer auf die Fresse. Das war verdammt knapp. Oh ja. Und verdammt hart. So, hier war doch vorhin irgendwie, glaube ich, noch was. Hat doch vorhin was geblinkt. Ah ja, da vorne. Also so ein blöder Ziegelstein. Oh Mist. Oh, Moment, das sieht... Ne, schade. Für einen Augenblick hätte ich vielleicht denken können... Jess, ist bei dir alles okay? Nur etwas erschöpft. Hier lang. Aufs Dach. Das ist gut. Vermute ich mal. So irgendwie, vielleicht könnte aber auch in den Keller führen. Nein, natürlich nicht. Vorsicht. Da ist es. Unser Zielort. Ich schätze mal, ich soll die Planke nehmen, wenn die Mademoiselle Ellie... Ja, richtig. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang.
Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Hier um die Ecke. Kommt. Na, immerhin sind wir jetzt aus diesem komischen Möchtegern-Museum raus. Und ich hoffe, dass es jetzt mal ein bisschen ruhiger hier im Spiel wird. Ein bisschen. Also nicht wie vorhin, da wo so ungefähr 20 Zombies, sage ich jetzt mal. Diese Blutspuren gefallen mir nicht. Ah, sie guckt sich das Ganze erstmal an. Sieh mal an. Er hat ein Firefly-Zeichen auf dem Arm. Was, wenn wir hinkommen und alle sind tot? Wir haben aber Pech gehabt. Sind sie nicht. Und woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Ah, ich kann mir schon denken, was wir machen müssen. Okay. Alles wird gut. Okay. Es muss. Hoch und rüber. Genau. Hoch und rüber. Ach, gibt's hier sonst gar nichts? Schade. Hätte ich eigentlich ganz fest mit jetzt gerechnet. Na also. Aber naja. Endspurt, Tess. Schöne kleine amerikanische Vorstadt. Naja, halbwegs. Und hopp, huha, huha, huha. Nur dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folg mir. Hoffentlich tauchen hier gleich keine Zombies oder sowas auf. Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber würde ich mich ganz schön erschrecken. Ich will nicht bedanken. Ja, kein Ding. Also unsere Kleine kann nicht schwimmen. Das ist, glaube ich, auch kein gutes Zeichen, dass sie nicht schwimmen kann. Das wird ihr bestimmt noch zum Verhängnis. Oder uns. Je nachdem. Ich gucke nur gerade mal nach, ob hier in den Ecken irgendwo was rumliegt. Nope. Schade. Hätte ja sein können.